Weil die Verhandlungen mit dem Haus sind total mühselig und es könnte eigentlich besser laufen. Sicher sieht man doch die goldene Nase direkt im Bild. Nein, natürlich verdienen wir keine goldene Nase. Eigentlich sehr viel. Hier arbeite ich total gerne, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Wertschätzung, die ist nicht so richtig vorhanden. Tarifverhandlungen sind total wichtig. Es geht darum, dass meine Arbeit ordentlich bezahlt werden muss. Und dafür sind wir dann in den Tarifverhandlungen drin, dass das auch passiert. Also ich fordere auf jeden Fall das Gleiche, was die im öffentlichen Dienst bekommen. Alles andere wäre ein Witz. Der will genau das nicht. In den letzten Jahren haben wir immer gesagt, öffentlicher Dienst, das ist die Orientierungsmarke. Jetzt haben die gut abgeschlossen und plötzlich sagt der WDR, nee, mit dem öffentlichen Dienst, da wollen wir uns nicht mit vergleichen. Also ungerecht ist das Ganze, weil ich glaube, dass es gibt ganz viele Häuptlinge, die gut verdienen beim WDR, aber bei uns, die wirklich die Arbeit machen, da könnte ruhig eine Schippe draufgelegt werden. Feste und freie. Definitiv Honorarerhöhung, und zwar für jeden, ob in Köln oder in der Region. Unbedingt ohne Gewerkschaft, ohne diesen Solidarverband klappt doch eigentlich gar nichts. Da weiß man, was man hat.